9. Februar 1980, der Emil ist da gewesen, und jetzt was für Aussichten, drei Frauen bei mir. Von links Svetlana, Katrin und Claudia. Das sind die neuen Leiterinnen, ich glaube das Team, das leitet. Und ich frage jetzt einfach vielleicht einmal die Katrin, die habe ich am längsten in Erinnerung. Was hat dich dazu gebracht, dir den Krampf anzutun mit dem Fabrikli? Das ist ganz einfach. Die Fabrikli ist für mich eine Kindheitserinnerung, total. Ich war schon 1981 im Januar das erste Mal da gewesen. Das ist meine erste Erinnerung, damals noch als Jugendliche. Dann hat mich im Laufe meines Lebens der Theatervirus gepackt. Und als ich im Jahr 1999 aufgehört habe, in der Schulgemeinde Buchs zu arbeiten, habe ich nach etwas Neuem gesucht, nach einer Aussenaufgabe, um nicht nur daheim zu sein. Und, dann ist die Fabrik per Zufall auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich mitarbeiten möchte. Und dann hat es mir ganz schnell der Ärmel rein und ich habe die Leitung vom Kinderprogramm übernommen und dann im Jahr 2005 das Präsidium vom Verein. Und seitdem bin ich Präsidentin. Natürlich eine Win-Win-Situation. Du warst Kindergärtnerin gewesen, gell? Und natürlich führst du das aus einer anderen Sicht weiter. Du hast immer noch Kontakt zu den Schulen, lädst regelmäßig ein und kannst eben auch das Programm entsprechend auslesen, natürlich nicht mehr, oder? Ja, das ist so. Ich habe natürlich viel Wissen. Ich habe in den ersten Jahren natürlich auch noch alle kennt in den umliegenden Schulgemeinden. Jetzt, inzwischen, nach 20 Jahren oder bald 21 Jahren, hat sich da ein bisschen ergeben. Ich bin nicht mehr so in den Schulgemeinden drin, aber ich habe natürlich noch meine Kontakte. Und das ist für das Fabrikli extrem wichtig. Also nicht meine Kontakte, sondern grundsätzlich Kontakt haben zu den Behörden, zu den Schulen, zu den Lehrkräften. Und dort pflegen wir auch sehr. Das heisst, ich und mein ganzes Team. Svetlana Pavlova. Wie heisst du? Pavlova? Oder wie sagen wir genau, das? Pavlova. Oh, und das kommt? Aus Bulgarien. Oh! Jetzt hätte ich schon, ich aus Tschechien. Mein Name klingt total russisch. Aber ich komme aus Bulgarien. 2005 bin ich in die Schweiz gekommen. Ein paar Worte auf Deutsch konnte ich reden und habe ich zuerst Deutsch gelernt und so langsam habe ich mich hier eingelebt. Und gell, Bulgarien bringt auch viel Kultur mit. Also Bulgarien ist ja ein Land, wo man, vielleicht wenn man es kennt, doch ein Land, wo viel, viel Kultur hat. Also hast du das können ein bisschen hierher transportieren? Ja, am Anfang habe ich überhaupt nicht daran gedacht. Aha. Am Anfang für mich war wichtig, dass ich die Sprache lerne, neue Leute kennenlerne auch und dass ich mich hier integriere. Und alles andere kam einfach spontan. Ja, wie ist denn das gekommen? Hat die Katharina gepackt und zack, und da bist du gesehen? so läuft es im Fabrikli. Gell? Sagen alle, wow, willst du mitmachen? Dann bringen sie dir etwas, was sehr freudig ist, wo vielleicht wenig Arbeit macht. Dann bist du dabei und dann checkst du erst, dass du rund um die Uhr tätig bist, oder? Ich kenne Katrin durch, wir kennen uns durch unsere Jungs, unsere Kinder, die spielen zusammen Fußball. Und da war einfach unsere erste Begegnung war auf dem Fußballplatz und Fabrikli kam ein bisschen später. Aber und ich bin seit 2018 offiziell ein Teammitglied. Und hin und wieder lange sicher auch noch mal zu einem Segelwein zum Anstoßen. Oder ist alles nur Fußball und Fabrikli? Nein, es war überhaupt nicht Fabrikli und Fußball, es war eine menschliche Begegnung. Und Fabrikli ist nachher gekommen und Fußball war nur ein Grund für unsere Gespräche, so ein Fond. Aber du hast schon recht, Hans-Jürgen. Natürlich hat Svetlana zuerst angefangen als Beizli-Mitglied, so in einem kleineren Pendum. Und dann hat sie sich natürlich extrem bewährt und Kapazität gehabt und ja, ich glaube auch den Virus packt, gell? Ja. Und dann würde ich mal sagen, gell, weil es ist Katharina Schertler, aber eben Segli, das hat etwas mit Wein zu tun, gell, im weitesten Sinn. Ja, mein Mann hat etwas mit Wein zu tun. Ich kann eigentlich nichts mit Wein zu tun. Schade. Trinke nicht einmal Wein. Also das heisst, in dem Sinn träge ich den gleichen Namen wie mein Mann und der hat mit Wein zu tun. Ah, jetzt habe ich gedacht, dass ich wirklich bei mir zweierlich Bekanntschaft gegeben. Claudia Nowotny, auch du sitzt quasi einfach mit dem Engagement auf der Karte und die packt hat auf dem Trockenen rum, oder? Ja, also zum Glück ist es hierherin trocken, weil draußen ist es ja ziemlich grusig und nass. Ja, aber zum Fabrikli bin ich gekommen, auch durch unsere Kinder. Unsere Kinder sind gemeinsam in die gleiche Schule gegangen, in die Scola Vivante in Refis.
Und da habe ich die Katrin kennengelernt. Mein Kontakt zu Theater war schon vorher, dass meine Kinder im Jungen Theater Liechtenstein Theater gespielt haben. Und da hatte ich auch mal die Gelegenheit mitzuspielen. Und Theater war für mich schon immer irgendwie was von Kindheit an, was Besonderes und was ganz Tolles. Und dann hat mir die Katrin erzählt, dass man hier auch was mitmachen könnte. Und ja, so hat es angefangen. Dann habe ich zuerst mit der Hedi Sutter zusammen das Theaterressort, haben wir uns darum gekümmert, haben wir Programm eingekauft zusammen. Und dann habe ich das Theaterressort jetzt, seitdem die Hedi gestorben ist, alleine gemacht. Und seit 2 Jahren arbeiten wir uns jetzt in diese Theaterleitung ein und mache ich das mit der Svetlana zusammen. Und eben, Arbeit bist du ja gewöhnt. Schulenbewandte, die verlangt Elternarbeit. Also hast du es einfach irgendwie durch Ort umgelagert, wo du das schaffst, oder? Ein bisschen, ja. Ja, aber Schulenbewandte ist Lernen fürs Leben und das ist Fabrikli auch, weil hier ist nicht nur Arbeiten, sondern es kann ich auch in ganz vielen anderen Bereichen meines Lebens brauchen, was ich hier so lerne. Was bedeutet denn Kultur, gerade für deine Kinder? Weißt, manchmal hat man das Gefühl, wir müssen in diesen Schulbüchern rumstöbern, müssen auswendig lernen, machen. Und manchmal bräuchte vielleicht so ein Spiel, etwas, irgendwie ein Theater, das man machen kann, oder etwas umgehen mit anderen auf eine lustige und lässige Art, viel mehr. Was bedeutet dir Kultur, dass man da im Fabrikli vielleicht lernt und auch umsetzen? Ja, Kultur bedeutet, glaube ich, mit Sachen, die einfach mit dem Leben zu tun haben, die vielleicht auch schwierig sind im Leben oder besonders schön, irgendwie auf eine andere Art und Weise umzugehen, als man es gewohnt ist. Man wird durch die Künstler und durch die Programme, die wir uns anschauen, oftmals auf eine andere Art zu denken hingewiesen oder ja, auf irgendeinen lustigen Umweg, der einem eigentlich total viel nutzt im Leben. Und das ist ein Teil von dem, was Fabrikli und die Kultur, die man hier erlebt, bereichert. Apropos bereichern, das Fabrikli ist zwar ein Kleintheater, aber mit extremem, breit gefächerten Programm. Oder? Also gibt es fast alles, für jung und alt. Oder? Und dann haben wir zum Beispiel Konzerte, also da haben wir Rock, ja, haben wir Folk, dann haben wir Satire, wir haben Eigenproduktion, wir haben Kinderprogramme, wir haben Galerie, man kann das Fabrikli mieten, man kann Technik beanspruchen und so weiter und so fort. Wie stellt ihr denn das Programm zusammen, Katrin? Wir sind im ganzen 47-köpfiges Team, die in allen Bereichen tätig sind, also angefangen von den Plakatierern, die junge Menschen sind, die im Dorf plakatieren, bis über Bühnenhelfer, die Umbauten machen, Technik, Beizli-Mitglieder, bis dann zuletzt der das Programm macht. Das heisst, wir sind verschiedene Menschen, die in verschiedenen Ressorts arbeiten. Es gibt das Kinderprogramm, es gibt das Abend-Theaterprogramm, das Claudia schon erwähnt hat, das sie macht, jetzt neu mit der Marilene zusammen. Und dann gibt es Musikprogramm, das sind auch 2 Menschen, der Flavio Stressle und der zweite Teil ist im Moment vakant und eben das Kinderprogramm mache ich. Und ich glaube, da was am wichtigsten ist, wir machen sozusagen Ausflüge, hätte ich fast gesagt, und gehen in ganz viele andere Theater in der ganzen Schweiz, bis manchmal auch ins neue Ausland, gehen Stück anschauen. Und dann auswählen, was bei uns passt, was auf unserer Bühne Platz hat, was zu uns passt, was uns gefällt am Ende auch. Jeder von uns prägt das Programm auch mit. Und so tun wir das Programm zusammenstellen. Das hat ja schon so angefangen. Also, ich kann mich erinnern, Peter Villiger, Peter Sutter haben ja aufgabe für ihr Theater einen Raum gesucht, haben dann auch bei dem Stickerei-Lokal etwas gefunden. Dann hat das so ein bisschen angefangen. Die Hedi haben wir erwähnt, die ist mit dem Peter, ihrem zukünftigen Mann, mal da reingekommen, glaube 1983, gesagt, um Gottes Willen, nie da hinten arbeiten, gibt einfach viel zu viel, viel zu viel Arbeit. Und dann aber, 1983, hast du den einmal reingenommen und dann, glaube ich, irgendwie Ende März 2018 ist sie verstorben, glaube bis zum letzten Atemzug, fast schon beim Fabrikli gesehen. Also, ja. Ich glaube, man vergisst sie nie, oder? Sie ist im Oktober 18 verstorben. Oktober 18, du hast ja recht, sie hat bis zum letzten Atemzug hier gearbeitet. Eine Woche vorher haben wir noch zusammen eine Sitzung gehabt. Und Hedi ist all die Jahre, wo sie in diesem Haus, also die 35 Jahre, wo sie in diesem Haus tätig war, ich glaube, für fast alles, was hier an Arbeit anfällt, irgendwann einmal in irgendeiner Art zuständig war. Sehr prägend, sehr unterstützend, sehr begleitend. Und so gesehen ist sie immer eine wichtige Person gewesen und wird auch immer eine bleiben.
kann ich bestätigen, wenn ich mal ein Konzert hatte bei gemieteten Räumen hier, am Morgen, Sonntagmorgen früh, Teddy Stück gsi, wo es angefangen ist, Teddy Stück gsi, wo es weggegangen ist. Einmal haben wir einen Film zeigen, Neuzuzügersbuchs, niemand hat irgendwie gewusst, wie Teddy ist da gsi. Und auch wenn man telefoniert, gell, sie ist, hat wirklich immer Zeit, also man vergisst sie wirklich nicht. Das hat eine Lücke zurückgelassen, nehme ich an, gell, irgendwie. Aber auch natürlich eine schöne Erinnerung, dass jemand so ein Engagement hat für so etwas, oder? Absolut. Es war total traurig, dass sie nicht mehr da ist, und das ist es immer noch. Aber es gibt ganz viele Momente, wo man sich an sie erinnern kann und denken kann, wie hat sie das jetzt gemacht oder wie findet sie das jetzt, oder man sieht, was sie irgendwie gestaltet hat, oder ja. Es sind ganz viele Stellen, wo sie geprägt hat. Möchtest du immer weiter intensivieren, aber hast du sie verstanden? Mit ihrem Milz oder so Gas direkt? Ja, die war, sie hat mich ja eingeführt hier in meine Arbeit, und sie war sehr, sehr hilfreich und absolut verständlich. Und sie ist wirklich wie ein guter Geist da. Ja. Also jeder, der will, hätte nahe sein, kann da herkommen. Sie ist nicht nur für unser Team, sondern ich denke auch für ganz viele Menschen mit einer Verbindung zum Fabrikli oder eben zu ihrer, auch ihrem Mann, der Peter, sagt, sie ist einfach da noch rum, und das ist auch gut so, und sie beflügelt uns, und ja, ich glaube, das in ihrem, sozusagen in ihrem Sinn, das weiterzuführen und doch auch Neues zuzulassen, das war so unsere Aufgabe gewesen, nach ihrem Tod. Man kann dies und jenes so nachlesen bei eurer Homepage, du hast einen Nachruf gemacht, es gibt auch verschiedene Artikel drin, vom Heini Schwendener, vom Hans-Jacob Reich, aber vom Peter, muss man dann sagen, gell? Der war ja lange Theaterleiter, gewesen, der Peter Rickenberger, oder? Mhm. Natürlich, ja. Mhm. Jetzt sind ihr da, gibt es viel Arbeit. Ihr schaut so relaxed dort. Svetlana, du schaust mir ja so verträumt an. Genau. Theater weckt auch Träume. Viel Arbeit. Ich denke, wenn man etwas ganz gerne macht, weiß ich nicht, ist das viel Arbeit? Kann ich nicht schätzen. Alles, was man gerne macht, kann ich nicht bezeichnen als viel Arbeit. Oh mein Gott und so. Ja. Gibt es auch Ärger? Selten. Selten? Ja, sehr selten. Ihr habt gestern, Claudia hat vorhin gesagt, sie sind gestört, das Wetter sei wüst. Wir sagen, wir sind den Tag danach. Wir haben gestern nicht dürfen, nicht wollen stören. Da war 40 Jahre Fabrik, da war einfach eine geschlossene Gesellschaft, unter sich. Wie war es so, Claudia? Es war so schön. Ich hab's vom ersten bis zum letzten Moment genießen können. Es war echt eine ganz schöne Stimmung, war es. Ja, ich glaube, es war kurzweilig, unser offizieller Teil, und dann gab es wunderbare Musik und feines Essen. Es war sehr, sehr schön. Ein richtiger Geburtstag. Apropos wunderbare Musik, die gibt es jetzt natürlich aus Anlass von dem Jubiläum in nächster Zeit auch. Liebe Leute, wenn ihr dabei seid, geht es natürlich schauen, später. Es fängt am 14. an, müsst ihr das jetzt pressieren zum Gehen. Könnt ihr nachher natürlich noch, gibt ihr nachher ein Programm. Es ist nicht so, dass es nachher überhaupt kein Programm mehr gibt. Aber das Programm ist, glaube ich, schon speziell, oder? Ja, wir wollten an einem Wochenende so ein bisschen einen Überblick darüber geben, was das Fabrikli alles kann. Wir zeigen am Freitagabend aus meinem Ressort, also Theater Kabarett, einen Satiregipfel mit dem Renato Kaiser, der Kirsten Fuchs und dem Markus Koschuh. Und am Samstag gibt es eine richtige schöne Partynacht mit irischer Musik, also richtig was für Musik- und Tanzliebhaber. Und am Sonntag gibt es dann noch was von der Katrin. Genau, Sonntag ist der krönende Abschluss sozusagen mit unserer Jugend. Da kommt das Clown-Duo. Am Abend vorher haben wir die Iren da, also wir sind sehr international auch. Dann am Sonntag kommen die Belgier, zwei Belgier, ein Clown-Duo. Okidoki heissen sie mit ihrem Programm Hahaha. Für alle Generationen ab 5 Jahren. Ein wunderbarer Schluss von unserem Geburtstagswochenende. Fabrikli hat immer eine gewisse Beziehung gehabt, auch eben zu Clownerie. Also Gerdi Hutter war ja da gewesen. Auf einem Bild sieht man sie mit dem Peter Sutter noch zusammen. Du bist dort auch noch drauf, ganz links, noch völlig anders. Also auf dem Bild, da seht ihr Katrin Schertler noch in ganz kurzen Haaren. Übrigens, warum das jetzt alles in der Totale ist, wir haben gesagt, wir sind alle älter, darum bin ich nicht drauf, und die Frauen von weiter weg, und wir gehen sie nachher. Aber und gell, die Gerdi Hutter, sie hat auch Freude gehabt, gell, irgendwie. Und wir haben auch ganz andere Sachen. Also Marco Schönholz ist inzwischen in der Schweiz auch jemand, der bekannt ist, der früher auch schon da war. Also finden auch Leute immer wieder zurück ins Fabrikli, oder? Ja, Markus Schönholzer kommt bald wieder zu uns. Mhm. Mit seinem neuen Programm, ja. Mhm. Unmitgliederlich.
Ja, mit Liederlich, genau, kommt er ganz, ganz in Kürze, noch im Februar. Wir haben auch extra ein Bühnenformat geschaffen, das heisst «Daheim». Und das «Daheim» steht für die Künstler aus der Region, die entweder ein bisschen einen Ort suchen zum Auftreten, vielleicht sogar zum ersten Mal. Und es steht daheim aber auch für bekannte Künstler aus der Schweiz, die hier im Werdenberg ihre Wurzeln haben, viel sogar hier in diesem Haus das erste Mal auftreten sind und die wieder zurückkommen. Du hast jetzt den Markus erwähnt, der Tobi Lukas war da gewesen. Es gibt immer wieder Künstler, die grosse Namen sind inzwischen und die dann gerne wieder zu uns zurückkommen und ihre Kunst zeigen. Braucht natürlich auch Leute. Wie ist denn die Tragfähigkeit des Fabrik? Ich kann mich erinnern, ich glaube, der Peter Sutter, ich weiß nicht mehr ganz richtig, aber im 80 hat es angefangen. Im 89 hat es so eine Flaute gegeben, hat er gesagt. Es war über noch 5 Jahre Betrieb. Wie sieht es jetzt aus? Wie wird es von der Region getragen, das Fabrik? Meinst du publikummässig? Ja. Ja gut, ich meine, sonst ist ja die Tragfähigkeit, wie es immer ist, gemeint, ihr zahlt ein bisschen etwas und ihr stellt eure Arbeitskraft gratis zur Verfügung, mehr oder weniger. Das ist immer wie es ist mit der Kultur. Aber ich meine, weißt, wie steht es mit den Besucherzahlen? Wie sieht es dort denn aus? Wir haben letztes Jahr eines unserer stärksten Jahre gehabt. Ja. Wir kratzen so langsam an den 10'000er-Grenze. Wir sind so pro Jahr? Pro Jahr. Wir haben es jetzt auf... Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, wissen Sie noch. Ich meine, bei 9,7 waren wir etwa gewesen, letztes Jahr. Mhm. So. Das ist sehr eine hohe Zahl, finden wir. Wir haben rund 100 Vorstellungen. Es ist ein bisschen volontativ. Also es gibt stärkere Jahre, es gibt schwächere. Es gibt manchmal Monate, wo wir denken, wo sind jetzt die Leute? Und wir uns das nicht erklären können. Und es gibt Monate, da fließen die Leute da rein. Und wir wissen auch dann nicht, warum. Es ist einfach ein bisschen schwankend. Aber ich glaube, wir können sagen, wir sind gut aufgestellt und guten Mutes. Ja. Und das ist ganz wichtig, wir machen einen erfolgreichen Abend nicht von der Besucherzahl abhängig. Also es kann ein wunderbarer Kleinkunstabend sein und wir hatten 30 Leute da, 30 beglückte Leute. Und es ist genauso wunderbar, wenn wir 350 da hatten am Konzert. Aber beides kann gut sein. Aber bei 350 ist aber ein Pumpe voll. Ein Konzert hast du gesagt, ja. Mhm. Aha, ja. Aber sonst ist ja wirklich, wenn du sagst, jetzt angenommen 10'000 bei 100 Vorstellungen, im Schnitt 100, für das Fabrik ist ja sehr, sehr viel, also ein Extrem. Also das heisst mit Antwort, ihr trefft irgendwie den Wunsch vom Publikum. Grundsätzlich sehr gut, he? Es ist eine Mischung. Wir sind, glaube ich, ein Fokus ist natürlich, dass wir dem Publikum viel Freude machen. Es ist aber schon auch ein Fokus, dass wir gesellschaftsrelevante Themen ansprechen und dass wir kritisch und ein bisschen gegen die Strom bürsten oder so. Es ist einfach die Mischung, die Leute interessiert und die, ja, ich glaube auch, wir sind erfolgreich. Jetzt müssen wir einfach nochmal sagen, man kann saniert das Fabrik immer noch, gell? Ja, aber nicht für Privatpersonen. Nein, natürlich nicht. Aber wenn jetzt eine Gemeinde, ein Verein so etwas da könnte mieten, kann man sich einmal bei euch melden. Mhm. Es gibt auch die Galerie, oder? Mhm. Weißt du, Graf, Gantenbein und glaube ich, das Dritte sind, so die Galerie betreuen, oder? Ihr habt ein recht grosses Technikteam, das haben immer aufgebaut, ihr seid sehr professionell unterwegs, oder, was Technik betrifft, mit Aufbau und nachher wieder Abbau. Und manchmal muss es auch verdammt schnell gehen. Also jetzt sind ihr sicher schon nervös, was sagst du, Claudia? Bei diesen 4 Tagen muss es zack, zack, nicht? Ja. Es ist aber alles gut durchgeplant und ja, haben ein tolles Team. Eben unsere Techniker sind sehr professionell und ja, auch die Künstler sind irgendwie auch locker. Letzte Woche habe ich noch eine Mail gekriegt, dass es vielleicht noch mal wieder technische Änderungen gibt. Da muss man einfach auch flexibel sein und das können wir hier. Wer sich mehr interessiert für das Fabrikli Homepage anschauen, das Programm, was ist so euer größter Wunsch? Dass die Leute analoges Theater als was Bereicherndes in ihrem Leben wahrnehmen und das ganz oft genießen. Also eben nicht am Fernseher, am Computer, sondern hier in echt mit echten Menschen. Das ist, glaube ich, eine unserer Hauptaufgaben, egal welche Generation.
dass es hat auch einen soziokulturellen Charakter. Also man trifft sich, man kann sich austauschen, man kann sich auch spüren. Also im Saal, man spürt, was finden die anderen lustig, wie stehe ich zu dem Thema. Es gibt nachher Gespräche an der Bar. Man kann sich unterhalten, berühren. Also alles ist da möglich. Die ganzen Gefühle, die ganze Bandbreite ist möglich. Und darum ist da für uns, glaube ich, ein wichtiger Teil. Svetlana, unschlussglücklich. Für mich, Theater ist und bleibt immer ein Ort, wo man taucht in eine andere Welt. Und wo alles möglich ist und wo man sehr oft findet viele Lösungen, auch für sein privates Leben. So viele emotionelle Momente und tolle Menschen. Vielen Dank, Svetlana, Kathrin, Claudia. Fabrikli, nicht vergessen, www.fabrikli.ch, Werdenberger Kleintheater, wo ganz gross ist.